Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play. Jetzt ein bisschen Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Heute immer noch mit mir alleine. Und ja, wer sich wundert, warum ich ein paar Sachen im Inventar habe, mir ist die Aufnahme gerade abgekackt. Und zwar haben wir jetzt gerade in der Aufnahme, deswegen habe ich auch so gut wie kein Blut, das Ritual hier gestartet. Da kam gerade die Meldung, a rush of energy throughout the Ritual. Und eigentlich sollten jetzt die Route... Oder muss ich das Ding... Oh! Okay. Das heißt, ich muss die da drauf linken. Das war scheinbar gerade mein Fehler. Und so. Ui. Das heißt, ja, die gehen jetzt hier gerade stückweise leer. Das gefällt mir ehrlich gesagt, dass es jetzt doch geht. Oh, dauert das ewig. Und die Blitze sind wahrscheinlich auch überhaupt nicht laut oder so. Das heißt, der geht auch noch da rein. Na? Passiert noch irgendwas? Normalerweise sollte er doch jetzt irgendwas hier machen. Warum macht denn er jetzt nichts mehr? Ach, ich muss wahrscheinlich jetzt... Ja. Von da nach da. Dann... Na? Hier. Und von hier nach hier. Das heißt, er sollte jetzt... Ja, der hat immer ein paar Sachen jetzt drin. Die Dinge gehen jetzt langsam leer. Hoffentlich. Scheinbar. Alter, nervt das Gewitter. Alter Schwede. Na, der kriegt aber immer noch was, oder? Ja. Boah. Nervt man die hier nicht so. Okay. Das heißt, das Grüne geht da jetzt noch rein. Nein. Links. Links. Ah, jetzt geht's rein. Okay. Dann hier drüben noch das Blaue. Und hier das. Ja. Jetzt knallt ihr alles rein. Währenddessen kann ich mal schnell spicken, was ich als nächstes machen muss. Soweit ich weiß, kommt danach jetzt nämlich nur noch, dass ich einmal den Typen töten muss. Genau. Ich muss jetzt nur noch den Typen opfern, sozusagen. Das heißt, wenn jetzt hier der letzte auch nochmal leer wird. Wie ist das drin? Dauert ja Ewigkeiten. Mach mal schneller. Alter, nervt das. Los. Zack. Dann müsste ich jetzt nochmal ganz kurz zwei, drei Blöcke haben zum Bauen. Einfach damit ich den Typen mal schnell einsperren kann. Ich hoffe, das hat jetzt keine Zeitbegrenzung oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn. Ich müsste... Einmal so. Und ich glaube, das sollte schon reichen. Denn ich muss jetzt nämlich den Boss hier einmal spawnen und ihn opfern. So. Ich weiß jetzt nicht genau, was... Also es passiert auf jeden Fall noch irgendwas.
Zack. Da ist unser neues Ritual. Und eigentlich sollten jetzt hier stückweise die Dämonen spawnen. Das ist die große Frage. Macht es das auch? Oder braucht es da irgendwas für? Ich guck noch mal eben kurz rein. Also scheinbar macht es das jetzt mit der Zeit eigentlich. Frage ist nur, wie lange er braucht. Hier sind überall Blattruhen. Cool. Ja, gut. Dann sollte ich vielleicht hier einfach mal... Ja, klasse. Ich hoffe, Madamechen hat das Zeug hier gechunkloadet. Weil sie hat hier ein Gebiet geclaimed. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gechunkloadet ist. Okay, sie nickt. Das heißt, wahrscheinlich ist es gechunkloadet. So. Und an sich sollten jetzt hier stückweise welche spawnen. Aber irgendwie tun sie das gerade nicht. Eventuell zu wenig Blut? Dass ich da Blut für im Netzwerk haben muss? Das kann vielleicht sein. Ich lasse einfach mal ein paar Monster spawnen. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Aber dann habe ich mich auch informiert, wo wir sozusagen den letzten Zauberstab herkriegen. Und das ist Thaumcraft. Und zwar kriegen wir jetzt hier immer noch wieder ein paar neue Sachen. Und die müssen wir jetzt stückweise alle noch erforschen, leider. Das heißt, abbrechen. Wir müssen die paar Dinger hier alle noch erforschen. Wird nervig ohne Ende. Aber angeblich soll es dann klappen. Das heißt, wir werden jetzt gleich die Runen nochmal fertig machen. Und dann werde ich offscreen die Dinger hier nochmal fertig machen. Und dann gucken wir einfach mal, ob nächstes Mal sozusagen schon der Zauberstab gespawnt ist oder nicht. Aber wie gesagt, möchte ich jetzt erstmal gerne die Runen fertig machen. Damit wir da auch mal vorankommen. Und dafür habe ich, glaube ich, alles wieder weggelegt. Wir brauchen... Warum sind die Slates nicht fertig? Hä? Ich hätte doch extra einige Slates für fertig gemacht. Ach nö. Aber Imbued habe ich doch. Ja, Imbued habe ich und hier brauche ich Demonic Slates. Okay. Das heißt, hier brauche ich dreimal wahrscheinlich. Na. Genau. Ich brauche Leaves. Nehmen wir mal Oak. Drei Stück. Und ein Spider. Eine Spider-Eye. Und wir brauchen noch die Runen, die wir hier über haben. Ich hoffe, dass sie reichen und wir nicht da noch neue nachmachen müssen. Ja, lass es einfach. Ich habe keine Lust auf den Effekt. Und Living Rock brauchen wir noch. Living Rock. Dann brauchen wir Rowan, Alder und Wheat. Ah, kann ich auch noch Sapling gehen. Alder. Hathorn brauchen wir, glaube ich, auch war das. Rowan. Und ein Getreide plus Feuer und Erde. Vielleicht sollte ich unten meine Hotbar mal lieber frei machen. Das wird wahrscheinlich mehr bringen. Hier. Das heißt, den ganzen Kram hier. Okay, irgendwas habe ich da falsch. Feuer, Wasser, Weed, Imbued, Hathorn, Alder, Rowan. Oh. Ich sollte da vielleicht auch Wasser reinpacken. Dann einmal den. Den, das heißt so und zack. Wir haben die nächste Rune. Dann ist das nächste zwei Sand, Slimeball, Melon.
Sand, Slimeball und Melon. Okay, muss ich doch noch suchen. Plus eine von denen. Plus welche Runen? Luft und Erde. Zack. So, und fertig. Haben wir die nächste fertig. Dann kommen jetzt die drei Leaves. Das Ding. Das Ding und hier. Feuer und Luft. Dann das Ding. Zack. Haben wir die nächste Rune fertig. Dann brauchen wir Snow, Wolle und einen Kuchen. Einen Kuchen haben wir doch bestimmt auch im System. Wir haben auch Wolle im System. Ne, einen nur, glaube ich, oder? Ja, und zwei Snow. Snow haben wir auch im System. Passt. Boah, wenn man alles da hat, geht das echt schnell. Dann eine von denen und Wasser und Erde. Zack. Nächste Rune. Und wenn man genug Mana hat, geht das auch verdammt schnell. Gut. Gehen wir mal kurz rüber zum Ritual. Gucken wir mal. Da hat sich immer noch nichts getan. Warum nicht? Also, Lebenspunkte sollten wir mittlerweile genug haben. Muss man da irgendwie einen Weg bauen oder so? Okay, muss ich mir mal bis zum nächsten Mal angucken, weil geladen ist das Gebiet hier ja eigentlich. Oder das dauert einfach nur ewig, bis hier was spawnt. Das kann vielleicht auch sein. Aber wir werden uns heute jetzt erstmal nur die Runen angucken. Die restlichen. Also, Rune of Mana. Mana Diamond, Mana Pearl, Mana Quarz und ein Chart. Ich habe keinen Balanced Chart mehr. Auch gut. Dann kommst du hier rein. Zack. Und zwar den Balance Shard. Ein Mana Diamond. Mana Pearl. Drei Mana Steel. Und ich glaube Mana Shard war das noch. Ein von denen hier jedenfalls. Das heißt, einmal alles rein. Yep, war sogar richtig. Dann das. Dann das. Zack. Rune of Mana. Das wird auch gleich, das wird noch spaßig, die Dingszeug hier zu machen. Wie heißt's? Das Ding umzubauen, weil wir brauchen ja etliche Plätze mehr. So, das heißt, wir haben jetzt noch eigentlich immer nur die Runen mit Mana Diamond zusammen und die Slates. Gut. Einmal 1, 2 und Rune of Summer. Das ist doof. Das heißt, Rune of Summer muss ich zweimal. Ah, wahrscheinlich brauche ich dann jede von den Basisdingern zweimal. Ja, Rune of Winter, Rune of Spring. Rune of Autumn. Nochmal Winter, nochmal Winter. Und Summer. Das heißt, ich brauche noch zwei von den Summern. Dann brauche ich ja deutlich mehr von den Basisdingern. Gut. Das heißt, zwei, vier Sand. Zwei Slimeballs. Was war Sommer noch? Melon. So, eins. Ja. Das war sehr intelligent. Also ein davon, zwei davon, ein davon und Erde und
Air. Zack. Ah, okay, die kriege ich jedes Mal wieder. Ah, das ist ja cool. Warte mal, dann probiere ich mal hier die aus. Die beiden? Nee, das war falsch. Die? Also, ich würde nicht jetzt davon ausgehen, dass ich... Doch, ich kriege sie auch wieder. Okay. Never mind. Mein Problem. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was machen. Also die Runen würde ich jetzt gerne heute noch fertig machen. Weil das ist ja eigentlich nur immer eine Rune oder zwei Runen. Das und das. Das heißt 1, 2, 1, 1, 2. Solange ich die halt wirklich immer wieder kriege, ist ja okay. Dann haben wir Wasser und Spring. 1, 2. Zack. Dann haben wir Air und Autumn. So. Und wir haben noch Winter und Earth. Winter, da. Na. Und dann haben wir noch Envy, das ist Wasser und Winter. Und die letzte ist Rune of Pride, das ist Summer und Feuer. Und... Na, also. Zack. Jetzt sollten wir eigentlich alle haben. Also, dann kommt Summer. Autumn. Wintry. Ah. Spring habe ich vergessen. Dann die. Dann die. Davon eine. Davon eine. Davon eine. Davon eine. Davon und davon. Passt. So, meinem Inventar wieder ein bisschen sortieren. Und bis auf das Ding kann alles ins ME-System rein. Und wir haben alle Runen fertig, die wir für das Ritual brauchen. Und welches Ritual? Naja, ziemlich simpel. Das. Dafür müssen wir noch ein bisschen was von den Aspekten, glaube ich, haben. Kann ich auch mal eben gucken. Wir brauchen noch mehr Erde. Warte mal. Feuer, Luft, Wasser, Ordo, Dat und Terra. Ich glaube, das sind alle Elemente davon, oder? 2, 4, 6, ja. Das heißt, wir brauchen noch mehr Erde. Erde kriegt man eigentlich durch die Dinger recht gut. So. Ja, das reicht, glaube ich, nicht. Wir brauchen ja einiges an Erde. So. Ja, komm. Sicherheitshalber packe ich gleich nochmal ein bisschen mehr davon rein. Einfach, damit wir wirklich genug haben. Okay, wir gucken nochmal schnell zum Ritual. Ob hier sich irgendwas geändert hat. Nö. Das heißt, da muss ich bis zum nächsten Mal nochmal gucken. Dann haben wir nächstes Mal noch ein Ding, und zwar die Primordial Pearl, oder wie das heißt. Die müssen wir noch besorgen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch hier forschen. Das heißt, zum nächsten Mal muss ich gucken, dass ich die fertig habe. Dass wir dann hoffentlich den Zauberstab machen können. Und dann sind wir bald durch. Cool. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr es geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.